Herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Infried Hobert. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, leite ein Zentrum für Ganzheitsmedizin in Steinhude am Steinhuder Meer. Und ich möchte Sie heute zusammen mit meinem Freund Remo Rittinger einladen zu einer Reise durch die Möglichkeiten der Heilwerdung. Mir ist es dabei ein besonderes Anliegen, deutlich zu machen, welche unglaublichen Möglichkeiten, Talente und Potenziale in uns Menschen schlummern, die nur darauf warten, freigelegt zu werden. Ich beobachte in meiner täglichen Arbeit, dass Verbindung durch Wahrnehmung geschieht. Wahrnehmen des Augenblicks, Wahrnehmen dessen, was jetzt gerade ist. Wir Menschen neigen dazu, in Gedanken immer wieder in der Vergangenheit festzuhängen oder uns Sorgen vor der Zukunft zu machen. Es fällt uns allen sehr schwer, im Hier und Jetzt präsent zu sein. Aber genau hier liegt die eigentliche Heilkraft. Die Verbindung zu dem, was jetzt gerade im Moment ist, aufzubauen und aufrechtzuhalten. Lebendigkeit tatsächlich zu spüren, sich vom nächsten Augenblick immer wieder neu ins Erstaunen setzen zu lassen. Herzlich willkommen, mein Name ist Remo Rittinger. In meiner langjährigen Arbeit als Yogatherapeut war ich immer wieder fasziniert von der Heilkraft von Yogatherapie. Diese speziellen Programme für Brustkrebs und Prostatakrebs kann ihre Heilkraft anregen, indem sie sich über die Atmung, über diese Körperbewegungen ganz tief mit ihnen selbst in Verbindung kommen, ins Spüren, ins Wahrnehmen und dabei fühlen, wie in ihnen eine tiefe Ruhe und das Vertrauen ist. Stellen Sie beide Füße hüftbreit auseinander auf. Einatmen, stoßen Sie die Füße in den Boden, heben das Becken an, währenddem Sie gleichzeitig beide Arme senkrecht nach oben strecken. Mit dem Ausatmen senken Sie beide Arme auf Schulterhöhe zum Boden. Dann atmen Sie nochmals tief ein und weiten den Brustkorb. Mit der nächsten Ausatmen senken Sie das Becken und legen es langsam wieder auf den Boden. Die Arme bringen Sie zum Körper. Wiederholen Sie das einige Male ein und aus. Nochmal einatmen, Brustkorb weiten und ausatmen, Becken wieder ablegen, Arme zum Körper. Und damit, falls es Ihnen schwerfällt, im Knie und in den Winkel etwas verändern, um die Kniebelastung zu reduzieren. Mit dem Einatmen heben Sie die Arme seitlich auf Schulterhöhe, mit dem Ausatmen tönen Sie um und bringen die linke Hand aufs Brustbein. Und die rechte. Genau. Und wieder einatmen, heben Sie die Arme seitlich. Bringen Sie das linke Knie nach außen und legen den linken Fuß an die Innenseite des rechten Beins. Die Hände sind unter dem Gesicht platziert. Mit dem Einatmen kommen Sie mit dem Oberkörper langsam hoch und kräftigen den Rücken. Ausatmen kommen Sie wieder nach unten, senken den Oberkörper, drehen den Kopf zur Seite. Einatmen kommen Sie wieder hoch mit dem Oberkörper, kräftigen den Rücken. Machen Sie den unteren Rücken lang und ausatmen kommen Sie nach unten und drehen den Kopf zur Seite. Die nächste Haltung ist eine Variante von Uttanasana, der Vorwärtsbeuge im Stehen. Stützen Sie beide Hände auf zwei Yoga-Blöcke ab. Beugen Sie dabei sich etwas nach vorne. Einatmen, weiten Sie den Brustkorb und aktivieren Sie die Oberschenkelmuskeln. Ausatmen, beugen Sie sich nach vorne und bringen den Oberkörper möglichst gestreckt tiefer nach vorne. Falls Sie noch nicht so beweglich sind, können Sie die Knie leicht einbeugen.